So, dann heiße ich Sie also wieder zu Rechnernetze willkommen. Und das letzte Mal hatten wir ja TCP zu Ende besprochen. Und dass TCP sehr bekannt und sehr häufig verwendet wird, das ist, glaube ich, klar. Aber so, und das letzte Mal haben wir eben angeschaut, wie die Überlastkontrolle aussieht. Wir hatten ja verschiedene Fälle, die TCP abdeckt. Zum einen ist es ja ein verbindungsorientiertes Protokoll, das sicherstellt, dass die Nachrichten alle ankommen. Was wird dazu nochmal verwendet? Wie wird denn nochmal bei TCP sichergestellt, dass alle Pakete ankommen? Wie wird Paketverlust erkannt? Mal als Frage in die Runde. Ja? Genau, also es wird mit Sequenznummern gearbeitet, also man ist alle Bytes sind durchnummeriert und der Sender gibt an, wo in dem Bytestrom diese aktuelle Datennachricht ist. Und, Moment, ich habe hier irgendwo ein Bild dazu, und der Empfänger kann dann eben interpretieren, ob es dort ist in diesem Bytestrom. Das Paket, wo er es erwartet, also das, was er als nächstes Byte erwartet. Und wenn ja, dann bestätigt er quasi mit seinem Acknowledgement, dass er das nächste Byte, das er erwartet. Und falls es nicht die richtige Nachricht ist, dann sendet er eben nochmal in dem ACK zurück zu dem Sender, welche eigentliche Position er in dem Byte schon jetzt erwartet. Genau, also wir haben die Sequenznummern, die sicherstellen, dass die Nachrichten alle ankommen, also dabei können wir erkennen, dass Pakete verloren gegangen sind, dann kann es eine Retransmission geben. Retransmission gibt es in zwei Fällen, mit den Timeouts und mit den dreifachen Doppelacks, also vier Acknowledgements in Summe. Und dann haben wir noch die Flusskontrolle. Die Flusskontrolle realisiert ja, dass der Empfänger nicht überlastet wird. Dazu hatten wir, egal, also wir hatten die Flusskontrolle und die Flusskontrolle stellt eben sicher, dass der Empfänger nicht überlastet wird und das wird mit dem Empfangsfenster realisiert. Das heißt, der Empfänger kann zurückübermitteln, wie viele Bytes maximal auf der Leitung sein dürfen, die noch unbestätigt sind. Und wenn er eben keinen Puffer mehr hat, wenn sein Empfang gedrosselt ist, kann er eben signalisieren, dass er weniger empfangen möchte oder gar nichts. Okay, und die letzte Herausforderung war die Überlastkontrolle. Und die Überlastkontrolle, die adressiert das Problem, dass der Bottleneck irgendwo im Netzwerk ist und wir zwar Nachrichten auf der Senderseite beliebig schnell senden können, auf der Empfängerseite sehr hohe Empfangsraten haben, aber irgendwo in der Mitte Pakete verloren gehen oder verzögert werden. Weil wir haben ja dieses Netzwerk von Netzwerken, die Router haben Puffer und die verarbeiten die Pakete nach und nach. Und wenn eben irgendwo Überlast ist, der Empfang der Router, also die eingehenden Nachrichten, die Ausgangsrate überschreitet, dann füllen sich diese Puffer an und es kommt zu Verzögerungen. Und wenn diese Überlast zu groß ist, dann werden die Pakete verworfen. So, und das muss erkannt werden. Und wir hatten kennengelernt, dass TCP verloren gegangene Pakete über zwei Sachen erkennt. Entweder durch diese Retransmits, also die drei Doppelacks, die empfangen werden. Das zeigt, aha, das Paket ist zwar durchgekommen, also ist nicht durchgekommen, aber, also sorry, das Netzwerk kann zwar Pakete durchleiten, weil diese Acknowledgements kamen ja durch, aber die Bandbreite sollte reduziert werden. Das ist so der zwar auch ein schlechter Fall, aber jedenfalls wissen wir ein bisschen Nachrichten hindurch. Und es gibt Timeouts, die eben auftreten, wenn gar keine Acknowledgements zurückkommen, dann wissen wir, das ganze Netzwerk ist verstopft und wir sollten unsere Sendeleistung stark reduzieren. Und TCP hat eben zwei Fälle, also und TCP verwendet zur Koordination, wie viel der Sender eigentlich sendet, ein Congestion Window. Ich weiß nicht, welche Folie es ist, dann Moment. Naja, also unser Congestion Window gibt jedenfalls an,
Das ist ein selbstgewähltes auf der Senderseite ein Fenster, wie viel der Sender unabhängig von dem Empfänger bereit ist zu senden. Und dieses muss sich an die vorhandene Netzwerkgeschwindigkeit eben anpassen. Und damit diese Anpassung geschieht, wird dieses Additive Increase Multiplicative Decrease verwendet. Das heißt, wir erhöhen im besten Fall dann immer um 1 unsere Sendeleistung pro in Maximum Segment Size gemessen. Und falls ein Verlust auftritt, dann halbieren wir es oder wir senken es ganz auf 1 runter. So, schauen wir uns mal an. Moment. So, welche Option es da gibt. Wir hatten ja 2 Möglichkeiten, um unsere Congestion Window zu erhöhen. Entweder wir befinden uns in dieser Slow-Start-Phase, das heißt, wir haben die vorherigen Threshold noch nicht erreicht oder es ist noch keiner bekannt. Das heißt, in diesem Fall verdoppeln wir pro Roundtrip-Time unsere Sendeleistung. Das heißt, pro empfangenem Acknowledgement erhöhen wir unser Congestion-Window um 1. Das heißt, wenn wir 4 Pakete ausgesendet haben und wir bekommen 4 Acknowledgements zurück in einer Roundtrip-Time, dann haben wir in der nächsten Runde eben 8 Segmente, die wir versenden können. Und sobald wir dieses Threshold erreicht haben und uns dann langsam nur antasten wollen an die maximale Senderate, erhöhen wir unser Acknowledgement so, dass wir pro Roundtrip-Time eben nur um 1 ein Maximum Segment Size unser Congestion Window erhöhen, also ein Segment mehr. Okay, und es gibt auch 2 Arten, eben diese das Congestion Window wieder zu senken. Entweder der harte Fall, dass eben gar keine Pakete mehr durchkommen, auch keine Acknowledgements, so ein Timeout auftritt. Dann setzen wir unser Threshold auf 1,5 und unser Timeout auf 1,5 des aktuellen Wertes, also auf die Hälfte der aktuellen Geschwindigkeit und starten wieder bei 1. Und der softe Fall, wenn eben noch Pakete durchkommen, Acknowledgements durchkommen, dann setzen wir unser Threshold wieder auf die Hälfte des aktuellen Congestion Windows und unser Congestion Window startet auch von diesem neuen Threshold aus. Und da hatten wir eben diese Beispiele gesehen. Moment. Bisschen zu schnell durchgegangen. So. Hier hatten wir die ganzen Beispiele mal veranschaulicht, welche Phasen wir haben können. Wir haben eine Slow-Start-Phase, bis wir eben eine Congestion wahrnehmen. Das ist hier unser Congestion-Window. Bis dorthin gekommen, dann trat ein Timeout auf. Das heißt, unseren Threshold setzen wir auf die Hälfte des Wertes und wir beginnen wieder bei 1. Dann haben wir wieder die Slow-Start-Phase bis zum Threshold. Und ab da geht es nur in einer Schritten voran, bis wir eben in diesem Fall also 3 Doppelachs bekommen. Das heißt, das ist der softe Fall, dass eben Nachrichten verloren gingen. Dann setzen wir unseren Threshold auf die Hälfte und starten auch von dort aus. Da wir unser Threshold dann schon überschritten haben, sind wir in dieser Congestion Avoidance Phase. Also hier haben wir Slow Start. Hier haben wir Slow Start. Und in der Congestion Avoidance Phase steigen wir eben nur inkrementell pro Roundtrip Time. Hier haben wir wieder 3 Doppelachs empfangen, setzen unseren Threshold auf die Hälfte des vorigen Congestion Windows, starten wieder von dort, bis hier wieder ein Timeout auftritt. Und das heißt, unser Threshold wird wieder auf die Hälfte gesetzt und wir beginnen wieder bei 1 mit dem Slow Start, bis wir eben unser Threshold erreicht haben. Okay, also diese 2 Phasen, die wir zum Steigern des Congestion Windows haben können, also den Slow Start und die Congestion Avoidance, sollten Sie gut identifizieren können und auch sollten Sie gut die 2 Fälle kennen, wann unser Congestion Window wieder reduziert wird. Eben wenn wir 3 Doppelachs bekommen oder ein Timeout. Okay, damit sind wir auch mit der Transportschicht durch. Das heißt, wir haben kennengelernt UDP, was ganz simpel 2 Prozesse auf verschiedenen Hosts oder auf denselben Host auch adressieren kann. Die Ports wurden dazu eingeführt und bei UDP versenden wir das Paket einfach, haben noch so eine Prüfsumme. Und wir haben TCP kennengelernt,
was die sichere und die zuverlässige Übertragung realisiert, mit den Eigenschaften eben der Flusskontrolle und der Überlastkontrolle. Haben Sie dazu erstmal Fragen? Ansonsten würden wir nämlich zu der nächsten Schicht übergehen, weil diese Schichten haben ja jeweils vorausgesetzt, dass wenn ein Paket abgeschickt wird, von A nach B, das zugestellt wird. Also wir haben nur den Sender und den Empfänger betrachtet, ja, und angenommen, dass die Pakete irgendwie ihren Weg zu dem Empfänger finden. Und wie das funktioniert, das wird durch die nächste Schicht erklärt, durch die Netzwerkschicht. Die Netzwerkschicht ist die dritte Schicht von unten. Ja, es ist die dritte Schicht, also wir zählen ja von unten her und wir haben in der ersten Schicht die Physical Schicht, wo nur die Bits moduliert werden, dann die den MAC Layer, also die Datensicherungsschicht, wo die einzelnen Bits zu sinnvollen Segmenten zusammengefasst werden und wir einzelne Nachbarn adressieren können. Ja, also in der physikalischen Schicht können wir ein Medium überhaupt nutzen. In der Datensicherungsschicht können wir uns aussuchen, welchen Nachbarn wir jetzt adressieren wollen, aber immer noch ein Hop. Und jetzt in der Netzwerkschicht sind wir in der Lage, eben über verschiedene Hops einen Weg zu finden zum Empfänger. Was dann vorher von der Transportschicht genutzt wurde, um die verschiedenen Prozesse, die es geben könnte, auf den verschiedenen Geräten zu adressieren. So, schauen wir uns also die Netzwerkschicht an, also welche Ziele es hat. Was wir besprechen werden, ist, welche Dienste es bietet, also welche Funktionalität zur Verfügung gestellt wird, was Weiterleitung und was Routing ist, von den Begrifflichkeiten her. Und dann tauchen wir auch zum ersten Mal in diese Netzwerkelemente der Router ab und hinein. Vorher hatten wir nur die Endgeräte betrachtet. Wir hatten ja nur angenommen, wir haben Host A und Host B mit den Prozessen drauf und die wollen kommunizieren. Und das ist ein Server und das ist ein Client und die Nachrichten kommen irgendwie zu den Prozessen. Jetzt haben wir aber noch weitere Elemente, die involviert sind, die ganzen Router, die das Netzwerk der Netze letztlich ausmachen und welche Funktionalität sie haben, das schauen wir uns auch an. Wenn wir wissen, welche Funktionalität die haben, ist eines der Elemente eben, wie Sie schon sehen, dass es zwischen beliebigen zwei Hosts oft eine ganze Fülle von Möglichkeiten von Pfaden gibt. Das heißt, wir könnten in diesem einfachen Beispiel mal nach oben gehen, mal nach unten gehen. Und in der Realität kommt es auch vor, dass die Pakete eben verschiedene Wege nehmen zum Empfänger. Also mal über den einen oder den anderen Weg. Wie diese Wegewahl funktioniert und auch vor allem global, das schauen wir uns an. Weil das Spannende ist ja, Sie haben ja Milliarden von Geräten im Netzwerk angeschlossen. Und wie findet Ihr Paket, das jetzt eine bestimmte IP-Adresse als Ziel hat, den Weg durch das ganze Internet? So, und dann schauen wir uns an, wenn wir Milliarden von Geräten haben, wie funktioniert das denn so, dass wo werden die Zustandsinformationen dazu gespeichert? Wer weiß denn, welche IP-Adresse ein spezieller Host in Afrika hat, wo wird diese Information verwaltet? Wenn ich jetzt aus Deutschland jetzt eine Nachricht dorthin schicken will, wie organisiert man das Netzwerk so, dass eben jeder einzelne Teilnehmer ohne das globale Wissen über das Internet auskommt, aber die Nachrichten dennoch richtig zugestellt werden? Und wir schneiden zwei Themen an, IPv6 und Mobilität. Das heißt, wie Lösungen dazu aussehen. Also erstmal werden wir IPv4 kennenlernen, das im Internet ja genutzt wird. Und das nach und nach auf IPv6 umgestellt wird. Und wir schauen uns die Unterschiede an und die Motivation dazu und schauen uns an, was machen wir denn, wenn eben diese Hosts, die am Internet angeschlossen sind, mobil sind. Das heißt, sich verbinden ans gesamte Internet oder mal hier. Also dadurch, dass die eben mobil sind, ihre Position wechseln, ihre Position im Netzwerk wechseln, ist die Wegefindung deutlich schwerer. Und wie wird das unterstützt? Okay, was müssen wir dazu alles wissen? Erstmal die Unterscheidung zu der Wegefindung, wie kann man Netzwerke aufbauen? Jetzt sind wir in diesem Core-Element. Nochmal die Unterscheidung zwischen den Datagrammen und den virtuellen Leitungen.
Dann schauen wir uns diese neuen Elemente an, also was die Router können und was die machen sollen, und gehen dann ein in das Routing bzw. das Protokoll, das Netzwerkgeschichtsprotokoll, das im Internet verwendet wird, das IP-Protokoll. Und zu einem Protokoll, ne, das ist ja das, besteht ja aus drei Teilen. Was muss man zu einem Protokoll wissen? Erstmal, welches Format hat es, wie ist es aufgebaut, was sind Interaktionsmöglichkeiten, also welche Anfragen können Sie stellen und welche Antworten können Sie erwarten? Wie sieht diese Interaktion aus? Und da lernen wir ein Beispiel, das ICMP, Internet Control Management Protocol. Okay. Genau, dann lernen wir noch die Datenformate IPv4 und IPv6 kennen. So, und dann geht es über zu den Route, zu den Wegefindungen, und da gibt es zwei, drei große Klassen, die wir kennenlernen. Also die stehen dann immer systematisch für den ganzen Lösungsraum. Das Link-State-Routing unterscheidet sich, gibt es so das Distance-Vector-Routing und das hierarchische Routing, das jeweils unterschiedlich handhabt, welches Wissen die Knoten über das Netzwerk haben. Also jeder einzelne Knoten muss am Ende ja entscheiden, ich habe jetzt Paket A bekommen, an welchen meiner ausgehenden Ports muss ich das jetzt weiterleiten. Und wie diese Entscheidung getroffen werden kann, sodass die Pakete dann an die richtige Stelle kommen, dazu erfordert es einfach Informationen über das Netzwerk. Und genau, das kann man über verschiedene Ansätze lösen. Das schauen wir uns an, und wir schauen uns an, wie das Routing im Internet funktioniert. Nachdem wir diese Lösungsklassen kennengelernt haben, lernen wir dann im Spezifischen dann die einzelnen Protokolle kennen, die im Internet eben verwendet werden. Diese behandeln dann jeweils 1:1 Kommunikation, also wo es einen Sender und einen Empfänger gibt. Und daher schauen wir uns dann nochmal losgelöst davon an, Broadcasting-Lösungen, wo sie alle adressieren wollen, oder Multicast, wo sie eine ausgewählte Menge an Knoten, aber eben nicht alle adressieren wollen. Es gibt auch noch Anycast, aber das ist nicht so spannend. So, Anycast, na egal, schauen wir uns zu dem Zeitpunkt an. Okay, schauen wir uns also an, welche Aufgabe hat die Netzwerkschicht und welche sind die beteiligten Elemente. Heißt auch Vermittlungsschicht oder Network Layer. Und beteiligte Elemente sind alle Knoten, die in dem Netzwerk beteiligt sind. Das heißt, sowohl die Endgeräte als auch die Router, die aktiv entscheiden können, über welche Leitung sie das Paket weiterleiten wollen. Bei den Endgeräten, also Server und Client, gibt es auch diese Entscheidungsmöglichkeit, nur ist sie oft sehr eingeschränkt. Oft sind sie nur mit einem Netzwerkadapter verbunden ans Internet, und da wählen sie immer diesen einen. Aber wenn sie mehrere Optionen hätten, dann würde ihr Endgerät auch die Wahl haben, über welchen es die Nachrichten einspeist. Jeder einzelne Router hat außerdem die Möglichkeit, über welchen Kanal es die Nachrichten weiterleitet. So, und die Aufgabe dieser Netzwerkschicht ist es, die Pakete entgegenzunehmen, sie zu verpacken und dann an den richtigen Empfänger, dem richtigen Empfänger zuzustellen. Das heißt, es muss einen Weg finden durch das Netzwerk. Also hier muss dieser Router zum Beispiel entscheiden, dass die Nachricht nach unten geleitet wird. Dieser muss entscheiden, dass die Nachricht hier lang weitergeleitet wird. Der hier. So, und jeder einzelne dieser Beteiligten hat ja mehrere Optionen zur Auswahl, wohin das Paket gehen soll. Und diese Wegefindung, diese Auswahl des nächsten Knotens, das ist eben das Routing. So, und wenn das Paket jetzt angekommen ist beim Empfänger, dann wird es ausgepackt und wieder in die höhere Schicht geleitet. Das heißt, es werden nur die Hosts adressiert, also hier der Knoten A sendet an den Knoten B ein TCP-Paket, das ist der Payload, der zugestellt werden soll. Das heißt, dieses TCP-Paket wird dann entgegengenommen von der Netzwerkschicht, wird in ein eigenes Netzwerkpaket gepackt, auf den Weg geschickt, es findet seinen Weg, und auf der Gegenstelle, wenn es den Knoten B erreicht, stellt der Knoten B fest, aha, ich bin der Adressat dieser Nachricht, also muss ich nicht weiterleiten und ich schicke es jetzt an die höhere Schicht. So, und diese
Genau, habe ich ja schon erwähnt, diese Auswahl des nächsten Knotens, wohin das Paket soll, also entweder an einen der Nachbarn oder die höhere Schicht, das ist eben die Hauptaufgabe der Netzwerkschicht. Okay, es gibt da zwei Begrifflichkeiten, die man unterscheiden muss, einmal Forwarding und einmal Routing oder Wegewahl und Weiterleitung von Paketen. Bei der Weiterleitung der Pakete müssen Sie sich aus der Sicht eines Routers die Welt ansehen. Der Router hat mehrere Eingangsleitungen. Ja. Man kann auch jeden, also je nachdem, wie diese Verbindung, welche Hardware da angeschlossen ist, das ist natürlich bidirektional, aber nehmen wir mal einfach beispielhaft an, wir haben Eingangsleitungen und mehrere Ausgangsleitungen. Und jetzt geht ein Paket ein und die Entscheidung, auf welches diese Ausgangsleitungen 1, 2, 3 dieses Paket gesetzt werden kann, das nennt man Forwarding. Und um diese Entscheidung treffen zu können, muss der Router eine Information haben, wann welche Ausgangsport zu verwenden ist. Bei der Weiterleitung von Paketen, also dem Forwarding, gibt es aber keine Aussage darüber, wie diese Informationen zustande kommen. Ja? Also es wird angenommen, man hat irgendwelche Informationen und das verwendet man, um die Entscheidung zu treffen. Der zweite Begriff, das Routing, das definiert, wie man zu dieser Routing-Tabelle kommt, wie man zu dieser Information kommt, die dann für das Forwarding verwendet wird. Das heißt, welcher Aufwand wird betrieben, um möglichst gute Informationen bereitzustellen für das Forwarding. So, und wie machen die Router das? Die kommunizieren einfach miteinander. Also es gibt natürlich Routing-Protokolle, die eben genau das Ziel haben, möglichst den sinnvollen Informationen auszutauschen. Aber die Router kommunizieren miteinander, tauschen ihre Weltsichten aus und erzeugen sich darauf basierend lokale Routing-Tabellen, die dann eben beim Forwarding verwendet werden. Okay. Ja, also die Metapher ist beim Routing ein bisschen fehlerhaft, also beziehungsweise unvollständig. Also es gehört, also das Plan einer Strecke ist auch eine Kommunikation mit anderen, die schon die Strecke kennen oder die Strecken an sich kennen. Dass man einfach sich mit vielen austauscht, wie würdest du denn, also welche Orte kennst du, wie kommt man hierhin, wie kommt man dahin, und dann tauscht man möglichst viele Informationen mit möglichst verschiedenen Akteuren aus, um sich dann selber ein Bild zu erzeugen, quasi so eine Art Routing-Tabelle, sodass, wenn man vor Ort ist und eine Entscheidung treffen muss, man die Informationen parat hat, welche Autobahnkreuzung man nehmen soll. Ich weiß nicht, ob es Autobahnkreuzungen gibt. Okay, gut. Hier nochmal genau visualisiert, jetzt kommt das Paket an. Ja, wir haben eine Annahme, dass in diesem Router eine Routing-Tabelle ist. Was ist eine Routing-Tabelle? Eine Routing-Tabelle ist so eine Art Wenn-Dann. Abbildung, das Regeln aufstellt für die eingehenden Pakete. Also wenn in dem Header der Wert 0100 steht, dann nimm Ausgangsleitung 3. Wenn in dem Header an einer bestimmten Stelle der Wert 1001 steht, dann nimm Ausgangsleitung 1. Und für alle anderen Fälle nimm Ausgangsleitung 2. Also es muss quasi so alle Fälle, die bei den eingehenden Paketen auftreten können, abdecken und dafür eine Ausgangsleitung bestimmen. Oder beziehungsweise eine Aktion. Die Aktion kann ja auch sein, dass das Paket nicht weiter bearbeitet werden soll und verworfen werden soll. Aber diese Routing-Tabelle, diese Entscheidungstabelle muss eben da sein. Und alle Router haben so eine Routing-Tabelle. Und wie eben diese Routing-Tabelle gefüllt wird, das erfolgt durch die verschiedenen Routing-Protokolle, in denen die Router miteinander in Kommunikation treten und sich austauschen, deren Weltbild vergrößern und daraus eben Regeln ableiten, wie sie eingehende Pakete verarbeiten sollen. So, jetzt gibt es wieder diese generelle Unterscheidung. Also jetzt mal vom Internet weg. Man kann das auf zwei Arten realisieren.
wir hatten es ja schon kennengelernt, wie die Wegefindung und das Routing realisiert werden kann. Eine Option, wie man das machen könnte, wird aber nicht im Internet gemacht, ist, indem man eben vorab die Verbindung abbaut. Das hatten wir schon mal angerissen, das hatten wir in dem Kontext der Dienstgüte und wie man eben Bandbreitengarantien und Latenzgarantien gewährleisten kann, ist, indem man vorab eine Leitung, eine virtuelle Leitung reserviert. Das heißt, man berechnet den ganzen Weg vor und hat dafür eventuell auch Signalisierungspakete, die dann diesen Weg finden und sobald der Weg quasi identifiziert wurde, diesen durchgehenden Weg als eine virtuelle Leitung identifizieren, reservieren. Und dann würde, ja, und wenn dann im nachfolgenden Datenpakete, die zu dieser virtuellen Leitung gehören, losgeschickt werden, dann werden sie aber den Pfad geschickt, der eben vorab reserviert wurde, und jeder Router auf dem Weg hat sich dann seine Routing-Tabelle gemerkt, aha, jetzt kommt ein Paket zu der virtuellen Leitung X und dazu habe ich mir gemerkt, Ausgangsort ist Y. Okay. Was wir in dem... Okay, genau, was wir jedenfalls die, das sind die Möglichkeiten der Netzwerkschicht, die wir gegeben haben. Also denken Sie nochmal zurück, wir haben immer diese zwei Möglichkeiten. Das Internet verbindet zwar das eine mit den Paketen, das ist auch eine der Optionen, die Netzwerkschicht bereitstellen kann, aber das, was wir letztlich wollen, ist die Zustellung von Nachrichten von Host A an Host B. Und eine Möglichkeit ist, dass wir eine datagrammbasierte Zustellung haben. Und wenn wir jetzt diese virtuellen Leitungen hätten, dann könnten wir, wie schon vorab gesagt, die Latenzen garantieren und Bandbreiten garantieren. Und eine Netzwerkschicht, die diese Funktionalität hätte, würde auch Host A mit Host B verbinden und alle Pakete durchleiten, aber eben diese Garantien noch liefern. Man könnte auch die Reihenfolge erhalten, man könnte auch bestimmte minimale Datenraten garantieren, man könnte auch den Jitter, also Schwankungen der Zeit in der Latenz, das ist ja Jitter, könnte man auch garantieren, und das wäre ein mögliches Dienstmodell dieser Netzwerkschicht. Das bietet dieser Asynchronous, also hier war die Abkürzung mal aufgeführt, Asynchronous Transfer Mode, das war ein Gegenmodell zum Internet damals, zu dieser IP-Netzwerk-Architektur. Und dieser Asynchronous Transfer Mode hat eben genau damit gearbeitet, dass man vorab eine virtuelle Leitung reserviert, das heißt erstmal ein Signaling-Paket losschickt, das findet den Weg und auf dem Rückweg bei der Bestätigung wird dieser Pfad nach und nach eben reserviert mit den gewissen Latenzgarantien und mit den Bandbreitengarantien. Und dann konnte man eben, je nachdem, was man wollte, entweder eine konstante Bandbreite sich reservieren oder ein Minimum an Bandbreite. Die Reihenfolgeerhaltung wäre jeweils gegeben, weil für jedes dieser virtuellen Leitungen ein eigener Pufferspeicher in den Routern reserviert war, sodass da keine Überlast, also die eben auf dieser abhängig von der Bandbreite eben gewährleistet wurde. Okay, das Internet macht es aber anders. Also das Internet hat keine Bandbreitengarantien, wir wissen ja, das verwendet einfach die Pakete, schickt die einfach ab, und beim Internet ist es auch so, dass nicht ein Pfad, ein Weg reserviert wird, es wird gar kein Weg reserviert und auch die Pakete können unterschiedliche Wege gehen. Die können verloren gehen, die Reihenfolge, dadurch, dass sie eben über verschiedene Wege gehen, kann sich auch umdrehen. Es gibt keine Zeitgarantien und das ist nur Best Effort. Das heißt, man versucht, das Paket zuzustellen, und wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, dann muss die obere Schicht, also die Transportschicht, damit umgehen. Aber die Netzwerkschicht, IP oder das Internet, bietet keine Zustellgarantie. Okay, gut, wir kennen jetzt also die Aufgaben, ja,
Die Nachrichten sollen von A nach B durchgestellt werden. Und wir haben diesen Best-Effort-Ansatz im Internet, wo eben Pakete verloren gehen können und alles Auffangen der Problematiken wie Reihenfolgetausch oder verloren gegangene Pakete oder Verzögerungen sollen von den oberen Schichten abgefangen werden. TCP macht das, UDP nicht. Und je nachdem, welche Anwendung man hat, kann man sich eben das eine oder das andere aussuchen. Okay, schauen wir mal an, wie man das weiter konstruieren kann. Diese Unterscheidung zwischen diesen virtuellen Leitungen und den datagrammbasierten Netzwerken ist eigentlich der Grundunterschied, ist, ob man einen verbindungsorientierten Netzwerkschichtdienst hat oder einen verbindungslosen. Bei den verbindungsorientierten Schichten verwendet man eben diese virtuellen Leitungen. Man baut diese Verbindung vorab auf, eben wie bei der Telefonleitung. Mussten sie erstmal durchverbunden werden, bevor sie den kontinuierlichen Audiodatenstrom senden können. Bei den Datagramm-basierten ist es eben verbindungslos, sie können gleich lossenden. Das erste Paket muss sie schon eigenständig seinen Weg finden und alle nachfolgenden auch. Okay. Wir haben ja gesehen, warum wurde dieser Ansatz verwendet? Der Grundgedanke ist, dass jede Anwendung selbst definieren kann, welche Ansprüche sie hat. Und je nachdem, ob sie jetzt Zustellgarantien braucht und Latenzgarantien oder was eben wichtig ist, kann es sich aussuchen, ob es TCP verwenden möchte. Dann kann es immer noch einen verbindungsorientierten, sicheren, zuverlässigen Dienst realisieren. Aber man bietet auch gleichzeitig mit demselben Netzwerk eine Grundlage für Anwendungen, bei denen die Latenz am wichtigsten ist und keine Verbindung aufgebaut werden soll. Also man unterstützt damit viel mehr Möglichkeiten, als wenn man das pauschal immer verbindungsorientiert machen würde. Okay. Ich hatte es schon angedeutet, also wir werden jetzt nochmal das technische Konzept dazu kennenlernen, wie diese virtuellen Leitungen realisiert werden und wie die Routing-Tabellen dann in den einzelnen Routern da aussehen würden. Bei den virtuellen Leitungen haben wir eine durchgehende Verbindung. Diese eine Verbindung muss erstmal aufgebaut werden. Dann ist für eine gewisse Zeit der verwendete Weg reserviert und alle Router auf dem Weg reservieren sich die zugehörige Ressource, die dafür benötigt wird. Das heißt Pufferspeicher und Bandbreite, und Bandbreite. Und wenn zum Beispiel eine weitere virtuelle Leitung reinkommen würde, die die maximale Ressourcenkapazität überschreitet in Summe, dann würde eben abgelehnt werden. Also man hat für jede dieser Leitungen ausreichend Ressourcen eingeplant, um jedes der Pakete zustellen zu können. So, wenn diese Leitungen aufgebaut werden, werden sie im Nachhinein mit einer Virtual Channel Identifier gekennzeichnet. Und das ist einfach nur eine Nummer, die sich der Router lokal merken muss, um zu wissen, dass es jetzt Nachrichtenfluss XY und für diesen Nachrichtenfluss XY muss ich immer Ausgangsport Z verwenden. Das ist also keine Zieladresse, sondern einfach nur so eine lokal von dem Router verwaltete Information, welcher Ausgangsport zu diesem Datenfluss gehört. So, und jeder Router verwaltet selbstständig seine Informationen, also wenn das der Sender ist und es ist sein erster Router, dann muss der Router eigentlich nur wissen, welchen seiner Ausgangsport soll er für die Datenverbindung verwenden, für diesen Datenfluss. Der zweite Router muss auch nur für sich selbst speichern, für welches seiner Ausgangsport muss er verwenden für den kommenden Datenfluss. Und am Ende, wenn jeder nur seine lokale Information kennt und weiß, an wen er es weiterleiten muss, dann reicht es aus, um eben die Nachricht sich zuverlässig an den Empfänger zuzustellen. Okay. Aus was setze ich diese virtuelle Leitung zusammen? Also erstmal die Information, also dass wir einen Pfad haben, also wir brauchen diesen durchgehenden Pfad,
mit allen beteiligten Routern vom Sender zum Empfänger. Jeder dieser Router muss für sich selbst wissen, wohin er diesen Datenchannel, diesen Nachrichtenfluss weiterleitet. Und dazu verwendet er einen individuellen Identifier, der aber, wie gesagt, individuell sein kann. Also wenn wir jetzt nochmal zu dem Routerbeispiel hier zurückgehen, dann verwendet der erste Router vielleicht die Nummer 7 für diesen Virtual Channel von S nach E. Und er weiß, er muss es an diesen zweiten Router weiterleiten. Und der zweite Router verwendet die ID 5, unter der er sich diese Information speichert vom Source zum Empfänger, muss Ausgangsport so und so verwendet werden. Das heißt, es muss nicht dieselbe sein, sonst wäre es auch sehr schwierig, global einheitliche Nummerierung zu finden. Es reicht aus, wenn man nur seinen nächsten Schritt kennt. Dazu kommen wir noch gleich. So. Pakete, die jetzt unterwegs sind, also jetzt sind wir sind durch ihren Virtual Channel Identifier gekennzeichnet. Das heißt, für den Router reicht es aus zu wissen, dass es jetzt dieses Paket ist zugehörig für Virtual Channel Nummer 7 und für Virtual Channel Nummer 7 habe ich diesen Ausgangsport. Und bevor er das Paket versendet, der nächste Router muss jetzt interpretieren können, dass diese 7 vom Vorgänger seine lokale Nummer 5 ist. Also die müssen Schritt für Schritt das umwandeln. Das heißt, wenn jetzt der Sender das Paket abschickt, weiß der erste Knoten, das ist jetzt eben Paket zu Virtual Channel Nummer 7. Wenn er es weiterschickt, muss jetzt diese 7 in die 5 umgewandelt werden, damit eben der nächste Knoten das interpretieren kann. Und hier wurde es zu 7 umgewandelt und hier wird es eben dann fertig zugestellt. Das heißt, diese Umwandlung findet immer nur lokal statt zwischen zwei benachbarten Knoten und das reicht aus. Also in der Welt des Routers, des ersten Routers hat es eben die Nummer 7 und in der Welt des zweiten Routers hat das Paket die Zuordnung zum Virtual Channel Nummer 5. Das ist okay. Die müssen nur sich gegenseitig informieren, wie diese Umwandlung sein soll. Und dann kann man eben mit unterschiedlichen lokalen Informationen arbeiten. Man muss das Ganze nicht global synchronisieren. Hier nochmal ein Beispiel. So, wir haben hier die verschiedenen Knoten und jetzt nur mal auf den Router, also wir haben den Host A und den Host B gegeben und die Router R1 bis R4 mit den jeweils individuellen Eingangs- und Ausgangsport 1, 2, 3. So, jetzt nur aus der Sicht des Knotens R1. Der hat für verschiedene der hat für verschiedene Eingänge verschiedene Virtual, also wir betrachten ja letztlich diese durchgehenden virtuellen Leitungen. Und die durchgehenden virtuellen Leitungen sind definiert über, wie der Weg eben ist. Also das heißt, wo kommt das Paket her, wo muss es hin und welche Virtual Channel Nummer hat es bei mir. Und eine virtuelle Leitung, die von der 1 eingeht und zur 2 raus soll, trägt eben diese Virtual Channel Nummer 12. Das heißt, wenn ich jetzt ein Paket über Eingangsport 1 empfange und es hat die Virtual Channel Nummer 12, dann weiß ich, aha, ich muss es zu Virtual Channel, ich muss es zum Ausgangsport 2 schicken und die Nummer auf 22 ändern. Ja. Oder ich kriege vom Eingangslink 2 ein Paket mit dem Virtual Channel Zugehörigkeit zu 63. Dann weiß ich, aha, ich muss es auf Ausgangsport 1 legen und die Channel-ID umschreiben auf 18. Und der nächste Knoten, der die Nachricht eben erhält, weiß, dass er, also der nächste nimmt wieder diesen Input, quasi er weiß, wo es herkam, unter welcher Channel-ID er schauen muss und wohin er es senden muss. Das heißt, das sind die zwei Informationen vom eingehenden Paket, über welche Schnittstelle kam es und welche Channel-Nummer hat es, um zu entscheiden, wo muss es hin und
damit man eben nicht global einen komplett synchronisierten Zustand hat über die Channelnummer, damit der nächste Knoten eben seine eigene Channelnummer verwalten kann, muss hier dann die Übersetzung stattfinden von der eigenen Channel, Virtual Channel Nummer zu der ausgehenden Virtual Channel Nummer. Und das ist, wenn jeder Zustand sein eigenes Wissen verwaltet, dann reicht das aus, um eben ein Paket von A nach B richtig zu forwarden. Also das ist das Forwarding hier. Ne? Die Entscheidung, wo muss es hin, basierend auf den Daten des eingehenden Pakets. Die eingehenden Daten sind eingehend, also über welche Schnittstelle und welche VC-Nummer es hat. Und dann kann ich forwarden, indem ich in die Routing-Tabelle schaue und sage, okay, es muss jetzt auf ausgehenden Port 1 und mit dieser V-Channel-Number. Wie wir zu dieser Information kommen, das ist das Routing, das durch die Routing-Protokolle realisiert wird. Und das ist jetzt nur das Forwarding. So, das Routing, das wird realisiert, indem man unabhängig von den Datenübertragungen Signalisierungsprotokolle hat. Die Signalisierungsprotokolle sind nur dazu da, um diese Wege zu finden, also aufzubauen und aufrechtzuerhalten, abzubauen. Enthalten selbst keine Nutzlast. Also es ist wirklich nur wie bei TCP dieses erste SYN-Paket zum Aufbau einer Verbindung und das Bestätigen mit dem Acknowledgement. Dasselbe, diese jeweils aber auch keine Nutzlast tragen, zumindest in den ersten zwei dieses drei Weg, also dieses drei Paket-Handshakes bei TCP. So, die Signalisierungsprotokolle, genau, haben eben diese Aufgaben und die, was sie machen, ist eben erstmal den Weg zu finden an den richtigen Empfänger, an den Host und auf dem Rückweg dann diese ganzen ausgewählten Pfadelemente zu bestätigen und dort die Ressourcen zu reservieren. Warum macht man es nicht bei dem Hinweg? Es ist wie beim Telefonat. Das heißt, wenn Sie erstmal anrufen und Ihr Anruf findet den Weg und dort klingelt es. Und es kann sein, dass eben der vorletzte oder der letzte entscheidende Router keine freien Kapazitäten mehr hat, um diese angeforderten Bedarf zu bedienen. Und dann muss man eben diese Reservierung abbrechen und kann sie nicht aufbauen. Und hätte man quasi auf dem Hinweg schon Ressourcen reserviert, hätte man sie geblockt und man müsste das umständlich wieder freigeben und hat quasi Aufwand betrieben, ohne vorab zu wissen, ob das erfolgreich ausgeht. Daher erstmal den Weg suchen und auf dem Rückweg dann aufbauen, weil man hat den Weg gefunden und für die kurze Zeit, während der Rufaufbau stattfindet, ist man da in so einem Schwebezustand, kannst du aber mit einem Timeout verbinden, in der quasi eine Antwort erwartet wird. Ja? Wenn man das Video sagen, wenn der letzte Router blockiert, wird dann komplett von vorne gesucht oder geht man nur einen Schritt zurück und sucht den anderen? Ja, also die Frage ist, ob man, sagen wir mal, wenn ein Zwischenrouter blockiert und keine Kapazität hat, ob man nochmal ganz von Anfang an sucht oder von diesem Router aus oder von dem letzten guten Router aus. Das ist dann wieder abhängig vom Routing-Protokoll, wie das realisiert wird. Manche starten von vorne, manche starten von dem letzten validen Punkt aus. Das ist nicht generell, es gibt keine pauschale Lösung dazu, sondern verschiedene Ansätze. Im Internet ist es aber nicht der Fall. Also nur auch hier wieder, damit Sie das Big Picture sehen, diese Möglichkeit gibt es, wurde lange favorisiert, weil eben schon etabliert und den Telefonen hat es ja auch funktioniert, aber hat sich nicht durchgesetzt, weil es eben ineffizient ist. Effizienter sind die Datagramm-Netzwerke. Das hatten wir ja schon als Motivation, ich glaube in der ersten Folie, wie das Internet losging, ne, indem man festgestellt hat, dass die Auslastung der Netze deutlich effizienter sein kann und deutlich mehr Bandbreite zur Verfügung steht, wenn man eben Datagramme verwendet und die einzeln losschickt, die einzelne Wege finden, anstatt dass man die Leitung reserviert und die aber nicht genutzt werden. Das heißt, was haben wir bei diesen Datagramm-Netzwerken?
Es gibt keinen Verbindungsaufbau, es gibt keinen Zustand über Ende-zu-Ende-Verbindungen. Jedes Datagramm für sich muss seinen Weg finden und jedes einzelne Datagramm für sich wird einzeln behandelt. Es gibt keine Verbindungen, es gibt nur einzelne Pakete, Datagramme, die unterwegs sind und jedes einzelne wird behandelt und ob da noch mehr folgten oder noch mehr davor kamen, das wissen wir nicht. Das heißt, was wirklich nur zur Verfügung steht, ist, es kommt ein Paket an mit irgendwelchen Informationen bei einem Router, der hat irgendeine Routing-Tabelle und ausgehende Ports, wo es hingesendet werden kann und mehr haben wir nicht. Wir wissen nicht, ob da noch mehr Pakete jemals zu dieser Verbindung existierten oder nicht. Ist auch für dies ein Paket und damit auch für alle nicht relevant. Das einzige oder eins, also ein Hauptkriterium, wonach der nächste Hop, also der nächste, also der Ausgangsport ausgewählt wird, ist die Zieladresse. Das heißt, die Zieladresse wird natürlich verwendet, da soll das Paket hin und das ist auch der größte Einflussfaktor, wie wir eben unseren nächsten Knoten auswählen. Können Sie sich vielleicht noch eine Information vorstellen oder ein, zwei, was noch relevant sein könnte bei der Bearbeitung des Pakets außer dem Ziel, außer der Zieladresse? Stellen Sie sich vor, ja. Ja, also sagen wir mal pauschal eher die Zeit der Generierung. Zeit ist immer etwas schwierig im Internet, wo die Knoten nicht synchronisiert sind. Nehmen wir mal als Synonym eher das Alter des Pakets. Genau. Das ist leichter zu bestimmen und zwar in Form von Anzahl an Hops. Wie viele Router hat es schon besucht? Das wird manchmal verwendet, um eben zu entscheiden, ob das Paket noch zugestellt werden soll oder nicht. Das heißt, man setzt ein Limit fest und wenn dieses Limit erreicht wird, dann ist das Paket wohl irgendwie verschollen und geht im Kreis, wer weiß. Jedenfalls möchte man damit auch ermöglichen, dass verloren gegangen oder irgendwelche fehlerhafte Pakete, die sonst ewig im Netzwerk herumschwirren würden, Bandbreite belegen würden, dass die mal sterben können und die haben dann ihre Relevanz verloren. Also das Alter der Pakete entscheidet, ob es weitergeleitet wird und dann anhand der Zieladresse sucht man aus, wohin es weitergeleitet wird. Ein Beispiel mit einer Adresse, die 32 Bit lang ist, wie in IPv4 verwendet und wir haben eine Routing-Tabelle, muss ja entscheiden, wenn das Paket so und so aussieht, muss es dorthin. Bei IP und diesen datagrammbasierten Netzwerken ist es irrelevant im Vergleich zu dem vorigen, wo das Paket herkommt. Es ist einfach da. Ob der Router selbst, also als Endknoten, dieses Paket generiert hat oder es über eins der Eingangsports kam oder über welches Eingangsport es kam, ist eigentlich völlig egal. Aufgabe der Netzwerkschicht ist ja, die Nachricht zuzustellen, nicht zu fragen, wo sie herkommt. Und daher eine einfache Routing-Tabelle, in der man Intervalle angibt. Wenn das Paket aus diesem Intervall kommt, soll es dorthin raus. Aus diesem Intervall soll es dorthin raus. Und für alle anderen Fälle soll es zu Schnittstelle Nummer 3. Ja, das ist das Forwarding, beziehungsweise die Routing-Tabelle, Weiterleitungstabelle auf Deutsch. Und das hilft dem Knoten zu entscheiden, wenn ein Paket eingeht, wo muss es hin. Wie es zustande kommt, ist wie gesagt das Routing und das ist separat davon betrachtet. Man kann es auch anders darstellen. Man kann es auch darstellen, indem man ich schaue gerade, kommt man es hier verallgemeinern? Ja. Was Sie hier zum Beispiel sehen bei diesem Beispiel, ist, dass diese Intervalle sich dadurch unterscheiden, wie viele Bits, also zumindest die hier, wie viele Bits
übereinstimmen. Also hier, ab hier ist es quasi ein Intervall und davor ist die Bitfolge gleich. Oder es mal so zu darzustellen, man kann es auch so präzisieren, dass man eben sagt, also das ist dieselbe Routing-Tabelle, dass man hier quasi alle nachfolgenden Ziffern für egal markiert hat. Und in diesem Fall wäre das, Moment, das hier war hier falsch. So. Ab hier, also bis hierhin sind die Bits gleich und ab hier sind sie unterschiedlich. So. So, jetzt ist es richtig. Naja, also gehen Sie mal nicht auf meine Zeichnung, das ist ein bisschen fragwürdig. Also einfach zusammengefasst, wenn man dieselbe Darstellung mit den Intervallen kann man eben auch so darstellen, dass man angibt, wie ist der längste Präfix. Wenn jetzt also eine Adresse kommt, die mit diesem Präfix beginnt, dann senden wir es an Schnittstelle 0. Wenn eine Nachricht kommt, die mit diesem Präfix beginnt, also was heißt Präfix? Präfix heißt die ersten x-Bits, also die ersten eindeutigen Bits. Und wenn eben dieses Präfix kommt in dieser IP-Adresse, an die es geroutet werden soll, dann soll es an Schnittstelle 1. Und in diesem Fall haben wir ja denselben Präfix. Also die dritte Adresse umfasst ja theoretisch die zweite Adresse. Also das ist ja Element von. Und um es eben aufzulösen, gibt es eine Reihenfolge bei der Auflösung dieser Adressen. Also jede Adresse, die quasi zu dem hier passen würde, zu diesem zweiten Eintrag, würde theoretisch auch zu dem dritten Eintrag passen. Da entscheidet aber der längste passende Präfix. Das heißt, wenn irgendein Paket kommt, das hier 0 Nullen hat, wird es zwar auch in die Dreierregel passen, aber dadurch, dass die zweite Regel länger ist, also spezieller, wird die angewendet. Okay, Beispiele. Für die erste Adresse, wohin würde das denn geroutet werden? Also diese Adresse, an welche Schnittstelle wird sie denn weitergeleitet? Ja? Könnte Schnittstelle 0 sein, oder? Genau, weil der längste passende Präfix eben dieser hier ist. Und bei der zweiten Adresse? Ja? Genau. So, jetzt bekommen wir noch die Adresse zum Routen 01001101. Wohin wird das weitergeleitet? Ja? 3. Genau, an Schnittstelle 3, weil das unter sonst fällt und dort gehen alle Nachrichten dann hin. Okay, super. So. Nochmal der Vergleich. Also jetzt hatten wir quasi die verbindungsorientierten Netzwerke kennengelernt. Angeschnitten, wie das funktionieren würde, ja, mit der virtuellen Leitung und dann die verbindungslosen, Datagrammbasierten Netzwerke kennengelernt. So, was sind denn Vor- und Nachteile, Eigenschaften? Die Vorteile bei dem Asynchronous Transfer Mode ist ja sehr ähnlich zur, also Eigenschaft sehr ähnlich zur Telefontechnologie. Man baut sich auf, man baut die Verbindung auf, dann ist die Bandbreite reserviert, man hat Latenzgarantien und das ist ganz gut. Also eben die Latenzgarantien garantieren einem, dass die Pakete innerhalb von x Millisekunden ankommen. Das ist schon mal gut. Die Nachrichten kann man zuverlässig ohne Reihenfolgenänderungen zustellen. Das ist eigentlich ganz, ganz günstig. Aber das Netzwerk ist komplexer. Es muss also mehr Zustand speichern. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben mal all diese Verbindungsinformationen zu den virtuellen Channels, die
auch redundant sein können. Es kann ja zum Beispiel sein, dass sie zwischen verschiedenen Hosts verschiedene virtuelle Leitungen aufbauen oder ähnliche, also jedenfalls, dass sie pro Datenleitung Informationen speichern müssen. Das heißt, ihr Zustand in den Routern ist abhängig davon, wie das Netzwerk genutzt wird. Im Gegensatz dazu ist das Netzwerk bei diesen Datagramm-Ansätzen unabhängig von der Nutzung. Also sie bauen sich erstmal die Informationen auf, an welche Ausgangsport muss ich schicken, wenn ein Datagramm einkommt. Aber wie häufig Datagramme jetzt einkommen oder ob da überhaupt welche einkommen oder ob das absolut massiv kommt, ist dann eigentlich egal fürs Routing. Das heißt, sehr einfaches Netzwerk und all die Komplexität für Latenzreduzierung und zuverlässige Datenübertragung und sowas wird alles in die Endsysteme gesteckt. Okay, dadurch haben wir auch keinen Einfluss auf die Zustellzeit. Echtzeitanforderungen können nicht erfüllt werden. Jedes dieser Links ist unterschiedlich ausgelastet, vorher nicht ganz planbar. Einheitliche Qualität ist schwierig, aber dafür höherer Durchsatz und einfachere Umsetzung. Okay, das erstmal zu diesen zwei pauschalen Netzwerkarten. Schauen wir uns mal an, welche Aufgaben die Router haben können und wie man Router so modellieren kann, was die für, genau, wie, um ihre Aufgaben zu realisieren. Ein Router hat zwei Aufgaben, wie wir vorab schon häufig besprochen haben. Ich beginne mit Aufgabe 2, ist, ein Datagramm kommt ein und dieses soll weitergeleitet werden. Das heißt, die Entscheidung muss getroffen werden, welches der Ausgangsport soll es sein. Das heißt, also hier ist erstmal, wie ist ein Router modelliert. Wir haben verschiedene Eingangsports, wir haben verschiedene Ausgangsports, wo die Pakete hin können und wir haben irgendeine, hier ist so die Routing-Information, die Routing-Tabelle involviert, wie basierend auf den eingehenden Paketen ein Ausgangsport gewählt wird. Okay, ich glaube, da ist die Routing-Tabelle. Egal, also jedenfalls, das Weiterleiten beschreibt die Entscheidung, das Fällen der Entscheidung, wohin ein eingehendes Paket geleitet werden soll. Und die zweite Aufgabe ist, diese Information aufzubauen, also die Routing-Tabelle sinnvoll zu füllen. Und dazu gibt es verschiedene Algorithmen und Protokolle, die einem die Inhalte in der Routing-Tabelle definieren. Also Border Gateway Protocol, Open Shortest Path First, Routing Information Protocol. Die zielen alle darauf ab, die Routing-Tabelle sinnvoll zu füllen. Genau. Ja, und sind unabhängig von den Nutzdaten. Also die Routing-Protokolle sind wirklich nur dazu da, diesen Austausch zwischen den Routern zu realisieren und übertragen keine eigenen Daten, die von der Anwendungsebene kommen. Das ist wirklich nur Signalisierungsinformation zum Bestimmen der Routing-Tabellen. Das sind die zwei Aufgaben, also Entscheidung fällen und die Informationen für diese Entscheidung zu generieren. So, schauen wir uns mal an, wie so ein Eingangsport aufgebaut ist, also was da alles enthalten ist. Das Ganze beginnt erstmal mit mit Layer 1, der physikalischen Schicht. Da ist irgend so ein Leitungsabschluss, das heißt, was uns ermöglicht, irgendwelche Signale in Nullen oder Einsen zu übersetzen. So, diese Nullen und Einsen, die ergeben dann so einen 0, 1, irgendeinen Datenstrom, ja, also einen Bitstrom. Und damit das eine Struktur erhält, haben wir diese Sicherungsschicht, dass eben das in einzelne Datenfragmente übersetzt. Da steht zum Beispiel drin, das ist ein Paket für diesen Router, also nicht für diesen Router, aber doch, das ist ein Paket für diesen Router oder nicht. Wenn Sie zum Beispiel ein Bussystem haben, also irgendwie Informationen aus der Luft aufschnappen, dann haben Sie vielleicht auch Signale empfangen, die nicht an Sie adressiert sind als Router und das nicht Sie als nächsten Knoten ausgewählt hat, dann müssen Sie das an dieser Stelle verwerfen. Also all das, was aus diesem Bitstrom höherwertige Datensegmente, Fragmente erzeugt, das geschieht in der Sicherungsschicht. Und hier werden alle validen Pakete an diesen Router erstmal zwischengespeichert. Ja? Und die warten auf die Verarbeitung von dieser Switching Fabric,
dass die Entscheidung fällt, wo soll dieses Paket hin, da warten sie erstmal drauf. Ja, also wir haben ja eine physikalische Welt und da muss man mal warten, bis man dran ist. So, und das sind jetzt valide Layer 3 Pakete, die aus diesen Layer 2 Paketen ausgepackt wurden. Zum Beispiel, was hier auch geschieht bei der Sicherungsschicht, aus der Bitfolge werden eben die Fragmente generiert, da schaut man in die Prüfsumme rein, ist es ja richtig übertragen worden, wenn nicht, wird es gleich verworfen, weil ein falsches, kaputtes Paket brauchen wir nicht zuzustellen. Und weiter geht es eben in diesen, jetzt haben wir die Layer 3 Netzwerkschichtpakete. Okay, und jetzt ist unser Ziel, genau, jetzt werden die Pakete erstmal zwischengespeichert und das nächste ist, dass wir auch in die in die Routing-Tabelle hineinschauen und hier an dieser Stelle entscheiden, jetzt ist das Paket reingekommen und wir wollen es jetzt auf Ausgangsport 2 legen. Und diese Switching Fabric, das hätte ich hier vielleicht erklären sollen, das sorgt dafür, dass die Pakete, die hier irgendwo im Eingangsport gespeichert sind, durchgeleitet werden auf ein ausgehendes Port. Also es ist so, wie wenn Sie eben den Eingangsport mit dem Ausgangsport vertraten müssen, damit eben die Nachrichten, damit die Signale fließen können auf den Ausgangsport hinaus. Also diese Weiterleitung im Router selbst. Wir kommen noch zu Beispielen, warum es belegt sein könnte. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Switching Fabric zu realisieren. Eine Möglichkeit ist es, dass jeder dieser eingehenden Ports, also die haben sowieso immer die Warteschlange, dort werden die Pakete alle zwischengespeichert und jedes dieser Pakete weiß schon, wo es hin muss. Ja? Also in diesem letzten Schritt, in diesem Nachschlagen, Weiterleiten, Kühlen, da wird eben das Paket verarbeitet, dann haben wir es bekommen als eingehendes Paket, wir haben nachgeschaut, wo muss es hin und entschieden, das muss zu Port 2 oder zu Port Y in diesem Beispiel. So, und jetzt müssen wir darauf warten, dass wir dorthin schreiben können. Und da hängt irgend so eine CPU dran und die entscheidet jetzt, okay, Eingangsport A wird abgearbeitet, wo muss das Paket denn hin? Und eine Möglichkeit ist es, erstmal in irgendein so ein Register, in so einen lokalen Speicher zu schreiben und von dort aus wieder auszulesen. Wenn es eben irgendein Computer ist, so wie wir es kennen, mit Speicher und CPU und sowas. Also dazwischen gespeichert, vielleicht Arbeitsspeicher und dann eben auf den Ausgangsport gelegt. Bisschen unabhängig, also anders, eine andere Möglichkeit ist es, das per Bus zu realisieren. Der Bus kann immer nur von einer Kommunikation gleichzeitig genutzt werden und dann stellt man die Hebel eben so um, dass der Bitstrom von A an Y fließt. Dann sind alle anderen Kommunikationen gesperrt und nachdem dieses Paket dort auf die Ausgangsleitung gelegt wurde, wird wieder eine andere Kombination gewählt, vielleicht von C an X. Eine weitere Möglichkeit, das physikalisch auf der Hardware-Ebene zu verbinden, ist, indem man wirklich jeden Eingangsport mit jedem Ausgangsport verbindet und dann quasi nur die Verbindung A an Y aktiviert und währenddessen können gleichzeitig auch B vielleicht an Z schicken. Das ist jetzt nur mal so aufgemalt. Also die könnten, also solange nicht der Ausgangsport Y betroffen ist, können die anderen kommunizieren. Und wenn jetzt B an Z sendet, dann ist auch gut. Sagen wir mal, das erste Paket, das von C verschickt werden soll, ist auch an Y, dann muss es halt warten. Aber wenn das Paket, also wenn die Pakete eben nicht Konflikte tragen und nicht auf dieselben Ausgangsports müssen, dann können die eigentlich gleichzeitig gesendet werden. Das ist effizienter. Genau, diese Switching über den Speicher, das hat man oft bei normalen Rechnern. Also da wird erstmal über den Hauptspeicher das realisiert. Das Paket wird in den Hauptspeicher kopiert und von dort aus wird dann mit der CPU aus dem Hauptspeicher gelesen und auf den Ausgangsport kopiert. Ja, das geht
Man ist da sehr flexibel, aber es ist halt etwas langsamer. Also man hat zwei Speicherzugriffe, einen zum Schreiben, einen zum Lesen. Man liest erstmal auf dem Eingangsport und schreibt in den Hauptspeicher. Man liest mal wieder zum Hauptspeicher und setzt es auf den Hauptausgangsport. Okay, funktioniert, aber etwas langsamer. Bei dem Bus werden immer ein Ausgang und ein Ausgang, ein Eingang und ein Ausgangsport miteinander verschaltet. Und alle anderen können da nicht kommunizieren, aber diese sind maximal mit maximaler Geschwindigkeit miteinander verbunden. Also nur ein Durchfluss, keine zwei, die sind auch recht schnell. Hat aber den Nachteil eben, dass die andere Kommunikation geblockt wird. Und das Schnellste ist eben, wenn diese Ports alle miteinander verbunden sind, mit dieser Crossbar, und wenn man und all die Kommunikationen sind möglich, die eben nicht denselben Ausgangsport benutzen. Ja. Das ist also parallelisierte Übertragung noch und nur ein Datendurchfluss, also schneller als bei dieser Bustechnologie. Hier ist ja auch ein Datendurchfluss direkt ohne Zwischenspeichern. Und hier kann man noch parallele Datendurchflüsse eben haben. Was aber wichtig ist in diesem Fall, also bei dem Bussystem nicht, weil stellen wir uns mal vor, A hat ein sehr langes Paket und B hat ein sehr kurzes Paket. Das ist unerheblich. Also A, das Paket dauert etwas länger, bis es durchgeleitet wird, danach ist jemand anders dran. B schickt es kurz, okay, dann ist wieder der nächste dran. In diesem Fall hätten wir aber den Punkt, dass wenn A ein ganz langes Paket hat und B nur ein kurzes, dann ist B viel schneller fertig und dann wäre der Ausgangsport, also dann ist die Frage, wann soll entschieden werden, welche Pakete durchgeleitet werden. Und besser wäre es, wenn alle dieselbe Paketlänge haben, damit quasi man immer weiß, alle x Millisekunden, Nanosekunden, was auch immer, wird einmal geschaut, was kann geschaltet werden, dann wird geschaltet, dann wartet man die gleich lange Übertragung aller ab und dann schaltet man wieder neu. Und dann wartet man wieder die gleich lange Übertragung aller Pakete ab, die stattfinden, und dann schaltet man wieder neu. Also dass man so eine Art Runden hat, in der immer entschieden wird zu diesem Zeitpunkt. Und danach findet Kommunikation statt und dann entscheidet man wieder, dann gibt es wieder Kommunikation. Und es erfordert, dass die Pakete idealerweise in festen Größen kommen, dass eben die Übertragungszeit jeweils gleich lang dauert. Okay. Und das ist auch einer der Gründe, wieso es bei TCP auch so ein Maximum Segment Size gibt, weil sich diese Maximum Segment Size, also wie groß das Paket in TCP sein kann, sich an das darunterliegende Netzwerk anpasst. Das Netzwerk gibt nämlich eine maximale Größe vor, in der eben diese Pakete abgearbeitet werden. Und wenn es darüber hinausgeht, dann ist es ineffizient, dann wird das Paket eher in zwei kleinere Teile geteilt. Okay, wie sieht es beim Ausgangsport aus? Beim Ausgangsport haben wir wieder einen Puffer, eine Warteschlange, weil eben es sein kann, dass unser Medium belegt ist. Wir haben zwar entschieden, wir haben, also wo das Paket hin soll, es wurde an die richtige Ausgangsleitung angelegt, aber das Medium von der Ausgangsleitung ist belegt. Das kann eben sein, wenn zum Beispiel von dieser Sicherungsschicht, die entscheidet, also wenn wir jetzt WLAN oder so nutzen und wir haben jetzt gerade kein Sendefenster, wir können nicht senden, dann muss das Paket halt in der Ausgangswarteschlange warten. Und erst wenn wir wieder unser Sendefenster haben, dann kann es verarbeitet werden und es kann von diesen Nullen und Einsen in Signale moduliert werden. Okay. Wann kann es, genau. Also eine Möglichkeit ist, dass unsere Ausgangsleitung eben belegt ist. Eine andere Möglichkeit ist, warum das Puffern in der Ausgangsleitung sinnvoll ist, wenn die Eingangsrate höher ist als die Ausgangsrate. Also wenn wir mehrere eingehende Nachrichten bekommen, dann wäre es eben, müssen wir die zwischenspeichern vor dem Versenden. Und
Genau, und so, dass wir das abarbeiten können, wenn wir dazu Zeit haben. Also kommt halt auch in dem Router selbst zu solchen Fällen. Daher ist es immer ganz gut, wenn wir eben einen Puffer haben und die nicht verwerfen müssen. Okay. So, dann gibt es noch die Frage, wie groß soll denn der Puffer sein? Also es hat immer Vor- und Nachteile. Wenn wir einen großen Puffer wählen, dann haben wir den Vorteil, dass Pakete nicht verloren gehen. Wenn wir den aber zu groß wählen, ist es teuer und der Speicher ist eben eventuell ungünstig genutzt. Und zweitens kann die Verzögerung der Pakete sehr groß werden. Es gibt einige Daumenregeln, wie zum Beispiel, man den Puffer so groß halten will, dass eben die Pakete, die unterwegs sind, bestätigt werden können. Also all die Pakete, die unterwegs sein können, das heißt Datenrate des Links, mal Roundtrip Time. Das entspricht ungefähr, wie viele Daten auf einmal losgeschickt werden können, bevor die alle mit dem Acknowledgement theoretisch, also wenn der Bedarf da ist, bestätigt werden können. Und die eine Richtung des Roundtrips, das gibt ja an, wie lange würde es denn dauern, all die Daten, die ich jetzt habe, einmal abzusenden, bis sie ankommen. Und die doppelte Zeit davon ist eben auch gut für unzuverlässige Datenprotokolle wie UDP, um es, genau, da hat man auch die doppelte Pufferzeit. Das ist ganz gut. Aktuell wird dann nochmal berücksichtigt, dass die Puffer etwas kleiner sein können. Und zwar abhängig von der Anzahl der Datenflüsse. Der Grundgedanke ist, dass im Worst Case, für den diese Puffer ausgelegt sind, ja annehmen, dass wir so eine Situation haben. Das heißt, alle eingehenden Pakete werden gleichzeitig auf das ausgehende Paket geleitet, auf das ausgehende Port. Das heißt, diese Situation ist eigentlich sehr, sehr, also wirklich ein Worst Case, der erfordern würde, dass über eine längere Zeit hinweg immer alle eingehenden Ports auf das ausgehende Port geroutet werden sollen. Und da sagt man, das ist nicht wirklich realistisch. Da kann man etwas von optimistischeren Fällen ausgehen, sodass man diesen maximalen Worst Case nochmal reduziert. Also der Puffer kann kleiner sein, um die Wurzel aller Datenflüsse, die es gibt. So. Okay, dann haben wir Puffer noch im Input-Port. Das heißt, wenn jetzt Pakete eingehen und es wird entschieden, auf welches ausgehende Port die gesendet werden sollen. Ja? Also das erste Paket hier soll an Port 1 und das an Port 2. Dann kann es sein, dass dieser erste Port vielleicht schon belegt ist. Also je nach Switching Fabric kommt es ja darauf an. Welches es eben zugestellt werden kann. Und es kann eben sein, dass das zweite hier wartet, obwohl, also dieses Paket, das an der ersten Stelle liegt, in diesem dritten Eingangsport, das wartet, obwohl das an zweiter Stelle liegende vielleicht schon zugestellt werden könnte. Also Sie haben immer diese Fälle, dass irgendwo in der Switching Fabric, wenn die Entscheidung zwar getroffen ist, aber der Ausgangsport ist belegt und dann ist es halt sinnvoll, auch auf der Input-Port-Seite zu puffern. Okay. So, jetzt haben wir quasi die ganzen Möglichkeiten kennengelernt, wie das Netzwerk geschaffen werden, ausgestaltet sein kann, entweder Datagrammnetze oder diese virtuellen Leitungen. Beide haben Vor- und Nachteile. Das Internetprotokoll verwendet aber eben diese Datagrammnetzwerke und verwendet zur Adressierung der Nachrichten das IP-Protokoll, also wie die Nachrichten formatiert sein sollen, um ihren Weg zum Ziel zu finden. Wie das genau aussieht, was da für Felder drin sind, das schauen wir uns morgen an. Dann wünsche ich Ihnen also noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen.